Burkertheims Mutter fragte einmal ihren Sohn: Junge, kannst du mir nicht mal deine Theorie in zwei einfachen Sätzen erklären? Und Burkertheim antwortete ihr mit einem einzigen Satz: Die Welt hat sechs Dimensionen. Nun wollt ihr wissen, wie Burkertheims Mutter sich das vorgestellt hat und wie ihr euch das selbst vorstellen könnt. Ihr werdet sehen, so schwierig ist das überhaupt nicht. In diesem Video geht es um einen ersten Überblick über Burkertheims sechs Weltdimensionen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkertheim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Für alle, die meinen Kanal schon eine Weile kennen, dies hier ist ein Remake meines allerersten Videos, das ich hier hochgeladen habe und dessen Tontechnik damals leider noch ziemlich unterirdisch war. Wenn ihr das Video also schon kennt, dann lasst mir ruhig noch ein paar Likes da. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann seid gespannt, was kommt. Laut Burkertheim leben wir also in einer sechsdimensionalen Welt. Und nun fragt ihr euch, wie um alles in der Welt soll ich mir das vorstellen? Muss ich dazu die Intelligenz eines Einstein haben? Ich sage ganz klar, nein, müsst ihr nicht. Ich glaube, jeder kann sich diese zusätzlichen Dimensionen vorstellen, denn sie sind nicht etwa mathematische Tricks, wie in den Superstring-Theorien, sondern ganz anschauliche Eigenschaften unseres Alltags. Zunächst mal die Frage, warum ausgerechnet sechs Dimensionen? Nun, tatsächlich war das erstmal eine rein mathematische Ableitung. Heim hatte herausgefunden, dass man eine einheitliche Beschreibung der physikalischen Erscheinungen in der Welt nur in sechs Dimensionen vollbringen kann. Das hatte er in den 1950er Jahren herausgefunden. In den 1960er Jahren ist übrigens der britische Mathematiker Roger Penrose auf dieselbe Lösung gekommen, sechs Dimensionen. Er konnte diese Dimension allerdings nicht deuten. Heim hingegen ist das gelungen. Und zwar mit Hilfe der Philosophin Hedwig Konrad Martius, eine Schülerin von Edmund Husserl und die erste Frau in Deutschland, die einen Doktortitel in Philosophie erwarb. Von ihrer Philosophie und den Begriffen ihrer philosophischen Schule hat er eine ganze Menge Begriffe in seine Theorie übernommen. Fangen wir nun erstmal ganz unten an, bei den Dimensionen 1, 2 und 3. Länge, Höhe und Breite, die kennt jeder und jeder kann sie in Millimetern, Zentimetern oder vielleicht auch sogar in Lichtjahren messen. Man kann sie drehen im Raum und wir haben ein Gefühl dafür, was Entfernung bedeutet. Die vierte Dimension ist die Zeit. Einstein sagte einfach, Zeit ist das, was die Uhr misst. Und jeder von uns hat ein Gefühl dafür, was Sekunden, Stunden oder Jahre bedeuten. Wir verbinden mit Zeit ein Gefühl von Dauer. Und Zeit bedeutet auch Bewegung. Alles, was wir uns in der Welt begegnet, kann sich nur in der Zeit entwickeln oder verändern. Jetzt sind wir bis dahin gekommen, wo Einstein gekommen ist. Noch ein schönes Einstein-Zitat war immer, ich stehe auf den Schultern von Giganten. Damit meinte er, ohne die großen Vorarbeiten der Forscher vor ihm, wie Newton, Maxwell oder Riemann, hätte er seine Theorie niemals aufstellen können. Und jetzt stellen wir uns zusammen mit Burkertheim auf Einsteins Schultern und werden uns ansehen, was die fünfte und die sechste Dimension sind. Die Bezeichnungen der beiden zusätzlichen Weltdimensionen, die übernahm Heim also von Hedwig Konrad Martius. Und er hatte ohnehin eine Vorliebe für das Altgriechische und so nannte er die fünfte Dimension die Entelechie. Das bedeutet so viel wie in sich ein Ziel haben. Dieser Begriff geht noch auf Aristoteles zurück und wird also seit über 2000 Jahren in der Philosophie verwendet und hält bei Heim endlich Einzug in die Physik sogar. Die sechste Dimension, die nannte er das Äon oder die äonische Dimension, also das altgriechische Wort für Weltzeitalter. Und nun muss es uns darum gehen, diese beiden Dimensionen zu deuten. Wenn 1, 2 und 3 also Länge bedeutet und x4 die Dauer, welche Skala, welche Achsenbeschriftung haben dann also x5 und x6? Die Dimension 5, die deutet Heim als Strukturkoordinate. Das heißt, je höher strukturiert oder organisiert ein System ist, umso höher ist seine Koordinate auf dieser Achse. Das ist gleichzeitig eine Inverse zur Entropie, die ein Maß der Unordnung in meinem System ist. Diese Entropiebetrachtung ist zwar auf tote Materie beschränkt,
aber bei der belassen wir es in diesem Video auch. Ich nehme jetzt ein Stück tote Materie. Das hat im Urzustand eine bestimmte Strukturkoordinate. Und jetzt habe ich seine Strukturkoordinate herabgesetzt. Ich habe es irreversibel beschädigt. Das könnte ich jetzt noch weitermachen. Und ich habe es noch weiter herabgesetzt strukturell. Und die Reste könnte ich jetzt noch in meinem Ofen verbrennen, dann hätte ich es zwar schön warm, aber die Strukturkoordinate meines Blattes Papier wäre damit endgültig im Keller. Jetzt könnte ich ein anderes Blatt Papier nehmen und daraus ein Flugzeug falten. Mein Papierflugzeug ist nun offenbar höher strukturiert als mein bloßes Blatt Papier. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie soll ich diese Art von Struktur denn quantifizieren? Offensichtlich kann ich den normalen Entropiebegriff hier nicht mehr anwenden. Entropie bedeutet, ich kann eine Zahl angeben in Kelvin pro Kilojoule. Aber das geht nur im Bereich der ganz normalen Physik. Mit genau diesem Problem hat sich Heim sehr lange beschäftigt. Und letztendlich hat er ein ganz neues Begriffssystem geschaffen, in dem man von zählbaren quantitativen Größen zu qualitativen Größen übergehen kann und trotzdem noch in einer physikalischen Betrachtung bleibt. Dieses Begriffssystem, das nannte er Syntrometrie. Und wie das genau funktioniert, das werde ich euch in den nächsten Videos noch ausführlich erklären. Für den Moment reicht es festzuhalten, mit der Syntrometrie gibt es eine Skala, in der wir x5 einteilen können. Und auf dieser Skala möchte ich jetzt den Abstandsbegriff erklären. Wir können das offenbar nicht in Zentimetern messen. Zwei Strukturen, die sich nahe sind, die müssen sich ähnlich sein. Zwei Strukturen, die gar keinerlei Ähnlichkeit haben, die sind unendlich weit entfernt. Und zwei Strukturen, die vollkommen gleich sind, die sind am selben Ort. Kommen wir nun zur Dimension x6. Wenn ich mein Flugzeug falte, dann habe ich bei diesem Prozess ganz offensichtlich verschiedene Zwischenstadien. Und ihr wisst jetzt schon, jedes dieser Zwischenstadien, das entspricht einer bestimmten Struktur, mithin einer bestimmten Koordinate in x5. Nun kann ich aber nicht hergehen und als erstes den Namen meiner Airline aufs Flugzeug schreiben und dann als zweites das Blatt Papier in zwei falten. Ganz offensichtlich müssen diese Strukturen in einer ganz bestimmten Reihenfolge angeordnet werden, damit das Ganze funktioniert. Die reine Struktur in x5, die ist ja jenseits von Raum und Zeit. Wenn ich sie aber in Raum und Zeit umsetzen will, dann brauche ich einen strukturierten Willen und eine Absicht, das zu tun. Und genau das ist die Eigenschaft von x6. Diese Eigenschaft von x6 ist auch der Grund dafür, warum die Zeit nicht rückwärts laufen kann. Laut Einsteins Gleichungen könnte sie es nämlich, ist nicht verboten, aber wir beobachten es nicht. Der Grund liegt in dieser Koordinate verborgen. Sie bestimmt die alleinige Richtung, in der sich Strukturen in Raum und Zeit entwickeln können. Es geht nur von Blatt Papier zum Flugzeug hin und nicht umgekehrt. Es geht nur von der Nuss zum Baum hin und nicht umgekehrt. Man könnte diese Dimension deshalb auch teleologisch nennen, weil sie den Dingen eine Richtung und eine Entwicklung auf ein Ziel hin verleiht. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine wichtige Sache hinweisen. In den Dimensionen x1 bis x4, da spielen sich diejenigen physikalischen Vorgänge ab, die wir bislang immer als real betrachtet haben. Jetzt haben wir aber zwei weitere Dimensionen, die jenseits von Raum und Zeit stehen. Burkhard Heim nannte das den Transbereich der Welt. In diesem Jenseits von Raum und Zeit können wir jetzt auf einmal Dinge verorten, wie Ideen oder Wille oder Absicht, die wir physikalisch bislang immer als ganz irreal betrachtet haben. Diese Dinge
haben damit plötzlich eine physikalische Realität gewonnen. Das heißt nichts anderes als, diese Dinge sind eigentlich überall und gleichzeitig nirgendwo. Sie sind überall im Universum und jenseits des Universums. Unsere Realität ist damit plötzlich viel, viel reichhaltiger geworden. Achtet mal in eurem Alltag darauf. Wo entwickeln sich Dinge in der Zeit? Wo werden Ideen umgesetzt? Ihr werdet bald feststellen, wie real diese Dinge sind, wenn man nur auf sie achtet. Sie waren natürlich schon immer da, wir haben sie noch nie bemerkt, aber sie stehen buchstäblich hinter allem Geschehen. Ich hoffe, damit konnte ich euch einen ersten Einblick geben in Burkhard Heims 6 Weltdimensionen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gleich hier weiter gucken. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und unten mir natürlich ein paar Kommentare und Likes da lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer bunten Realität in 6 Dimensionen und in Farbe.